Hallo, eine neue Woche. Ja, Sonntag und ich melde mich jetzt erst, wir haben auch schon kurz vor 18 Uhr oder so. Ja, ich hatte heute Vormittag das Video noch zu Ende bearbeitet, dann Haushalt gemacht. Was habe ich noch gemacht? Frosch im Hals. So. Genau, dann habe ich Grace and Frankie weitergeguckt und ich bin jetzt schon bei der vorletzten Folge. Bin ganz traurig, aber das ist halt so, wenn man eine Serie guckt, dann guckt man die durch und dann, weil ich kann mir das ja nicht so aufteilen, dass ich sage, okay, ich gucke heute zwei Folgen und dann morgen und nee, weil dann klickt man halt immer weiter und ach, noch eine Folge und dann sehe ich vorhin vorletzte Folge. Mal, dass dann noch eine Staffel irgendwann rauskommt, aber das sehe ich ja dann bestimmt jetzt bei der letzten Folge. Ja, dann hatten wir Essen gemacht, wir haben wieder so Burritos uns da mit Reis und alles Mögliche gemacht und duschen gewesen. Ja, also so ein bisschen halt Chili-Milli-Tag heute. Ja, ansonsten ja, passiert dann auch nichts mehr, weil wie gesagt, wir haben jetzt schon gleich 18 Uhr. Ich habe hier nur so ein bisschen meinen Schminktisch mal aufgeräumt und geputzt. So halbwegs, war immer wieder bitter nötig, aber ja, ansonsten überlege ich gerade, ob ich hier euch noch irgendwas zeigen kann. Ich habe im Moment eine richtig coole Parfümkombination, die hat mir Vicky gesagt, und zwar das Alien von Thierry Mugler mit dem normalen Chloé. Moment, ich zeige das mal. So, Thierry Mugler Alien kennt man ja, ne? Also Thierry Mugler kennt man. Und das normale Chloé mit dieser beigen Schleife. Die beiden als Kombination, das riecht so, so gut. Ja, also Alien mag ich ja eh total. Doch Alien, ne? Ich verwechsel mal Alien und Angel, weil Vicky ist so ein Angel-Fan. Also sie liebt Angel über alles und ich Alien. Und dann halt das ganz normale, klassische Chloé. Und das als Kombination, das ist richtig, richtig cool. Das sind beides sehr intensive Düfte und man riecht dann auch sehr, sehr lange. Und ich habe, da seht ihr, dieses Kosmetiktuch habe ich mit beiden eingesprüht und hier riecht alles danach. Und wenn ich das frisch eingesprüht habe, dann rieche ich das bis ins Wohnzimmer. Und das ist ja am Ende der Wohnung. Klingt jetzt so, als hätten wir hier 20 Zimmer oder so, aber nee, man riecht das schon wirklich bis da hinten hin. Ja, ansonsten, morgen ist dann Montag, ich muss morgen relativ früh zum Arzt, zu einem anderen irgendwie, wegen einer Verordnung, und da ist morgen irgendwie Notfallsprechstunde, deswegen soll ich schon um 8 Uhr da sein, mit Wartezeit und was weiß ich, und danach treffe ich mich mit Melissa in der Stadt. Weil sie irgendwie ab morgen Urlaub hat und ja, eigentlich nur morgen Zeit hätte. Weil Dienstag habe ich Physio und Vormittag habe ich auch noch was zu erledigen. Und Mittwoch habe ich Tattoo-Termin. Da nehme ich die Kamera dann auch mit hin und dann seht ihr das ja dann am Sonntag, wenn das Video online ist. Ich habe das ja auch durch im anderen Vlog, glaube ich, erwähnt, dass ich Tattoo-Termin habe. Ich werde mir einfach an den Fingern hier so Punkte, glaube ich, einfach machen. Seht ihr ja dann. Mal gucken, wie wie das dann wird. Und die Kamera nehme ich natürlich mit. Und ja. Und Vicky lässt sich die Schleife tätowieren. Wir beide fahren. Gut, dann habe ich jetzt schon wieder 5 Minuten gequasselt. Ich beende das dann für heute. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann morgen. Guten Morgen, Montag. Ich habe mich jetzt hier schon fertig gemacht und ich bin irgendwie so halb abgeschnitten hier. Ja, Zopf einfach gemacht, ein bisschen geschminkt und Schlabberpulli an und dann so eine Strumpfhose dazu als Pullover, also als Kleid, und
glaube, ich werde gleich mal meine Stiefel anziehen, also die dünneren, weil es wird ja heute Nachmittag bis zu 16 Grad, aber jetzt haben wir es erst 2 Grad. Ja, mal gucken. Oder ich ziehe wieder meine Boots an, wie immer. Ja, ich müsste eigentlich, hätte ich um 8 beim Arzt sein müssen. Aber ich sehe das einfach nicht ein, weil es ist irgendwie eine neue Praxis und die kam mir schon so doof am Freitag am Telefon. Weil heute eh nur Notfallsprechstunde ist. Und ich mit Wartezeit kommen soll. Und von daher fahre ich dann jetzt erst los. Geht eigentlich nur um Rezept. Von daher egal. Und dann treffe ich mich dann mit Melissa. Muss ich gleich auch nochmal gucken, wann sie dann in der Stadt ist. Und ja. Aber ich mache mich dann jetzt hier erstmal fertig und dann mache ich mich los. So, ich bin wieder zu Hause. Habe mich auch schon abgeschminkt und umgezogen. Weil das Auto, was ich heute Morgen hatte, war ja ganz süß und ganz niedlich. Und dann hatte ich meine Stiefel dazu an, die ich ja mal bei ASOS bestellt hatte und noch nicht einmal angehabt. Und Leute, ich war so froh, dass ich die ausziehen konnte. Die haben so gedrückt. Weil ich hatte die noch nie an. Und die sind halt so relativ schmal vorne. Und ich dachte so, oh, wenn ich zu Hause bin, erstmal die Schuhe aus. Und das tat so weh. E-Mails. Ja, jetzt ist gleich mein Mann zu Hause. Dann mache ich was zu essen. Also wir haben noch Reis und so von gestern. Da räumen wir uns vielleicht nochmal in einem Burrito ein oder so. Mal gucken. Ich habe mir bei Reserved so einen coolen Pulli gekauft, aber ich habe das jetzt schon in die Wäsche geschmissen bei H&M. Zwei reduzierte T-Shirts, die sind auch in der Wäsche. Mal gucken, wenn ich die Woche dran denke, dann zeige ich euch das mal. Oh Gott, dann erinnert mich dran. Aber geht ja nicht. Ja, aber ich kann euch mal ein Bild einblenden von meinem Outfit, was ich heute anhatte. Ich hatte ja, wie gesagt, diesen grauen Pulli an, quasi als Kleid, dann zur Strumpfhose und wie gesagt, die Stiefel, die drückten. Genau, ich gucke jetzt hier gerade noch von Sandra das Video weiter, Make-up is my passion. Sie macht ja mal so mega cool lange Videos, was ich auch sehr mag. Und dann kommt jetzt in 5 Minuten mein Mann. Und dann, ja, genau, Wetter war heute ja bombastisch oder ist immer noch bombastisch. Morgen wird es bis zu 19 Grad werden. Ich freue mich. Na gut, genug geschwafelt. Wir sehen uns dann, ich denke mal morgen, weil heute passiert nichts mehr. Guten Morgen, Mittwoch. Ja, gestern habe ich, glaube nur morgens mal kurz gefilmt. Und hier ist gerade auch die Fütterung. Ja, gestern habe ich, wie gesagt, glaube nur morgens mal kurz gefilmt und dann war einiges um die Ohren und da habe ich dann gar nicht mehr gefilmt. Aber heute kommt etwas mehr, weil ich einen Tattoo-Termin habe. Dann nehme ich euch dann mit und die machen in letzter Zeit immer so Theater beim Fressen und auch so allgemein sind die irgendwie, ich glaube, die Frühlingsgefühle sind bei denen irgendwie am Durchdrehen. Sehr, sehr nervig. Also darf man ja auch mal sagen, dass sie nervig sind, ne? Genau, also Tattoo-Termin, da nehme ich euch mit hin. Ich fahre mit Vicky, weil Vicky sich gerne die Schleife tätowieren lassen möchte, die ich da hier habe. Und ich würde gerne, ja, ich bin also unschlüssig. Entweder noch ein paar Finger-Tattoos dazu oder einfach auch so Zeichen oder Punkte oder ich weiß nicht, das werde ich nachher alles spontan entscheiden, aber jetzt mache ich erstmal meinen Kaffee und dann mit den Hunden raus. Und dann noch Haushalt und dann fahre ich dann mittags, treffe mich mit Vicky und dann fahren wir los. Lightning strikes by my window, hits my chest right in the morning. I've slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mouth real, but it's not real. We were close to see the sun, but clouds got in our way. And so I
So, ich bin wieder zu Hause und ich gucke jetzt das neue Video von Sandy und Daniel an. Und Sandy sagte, ich soll dabei filmen, weil sie kennt mich, ich flenne. Ich habe gestern auch schon beim Video geflennt und ja, ich wusste schon, worum es geht, weil ich mir das denken konnte, Disneyland und ein Pärchen. Ja, dann gucken wir jetzt mal gemeinsam das Video an. Viele haben auf den Augenblick, glaube ich, schon ein bisschen gewartet, gehofft und spekuliert. Bevor ich aber jetzt mit der Sache rausrücke, muss ich eine kleine Vorgeschichte erzählen. Und zwar, in den 3 Jahren, die wir jetzt mittlerweile zusammen sind, haben wir schon des Öfteren Höhen, aber auch Tiefen durchstehen müssen. Und egal wie schlimm es war, die meisten wissen ja wahrscheinlich, was ich meine. Ja, haben wir immer zueinander gefunden, beziehungsweise es hat uns auch sehr, sehr, sehr gestärkt. Und diese Bindung, die ich zu der Sandy habe, hatte ich ja so zu keiner anderen Frau bis jetzt gehabt. Und deswegen, denke ich mal, war es auf jeden Fall der richtige Schritt, der richtige Weg. Und ich hatte es eigentlich schon vor, letztes Jahr im Winter wollten wir über Silvester auf die Philippinen fliegen. Und da wollte ich es eigentlich schon gemacht haben. Doch der Urlaub ist leider ins Wasser gefallen, was ist natürlich meine Planung und alles andere sehr, sehr nach hinten geworfen hat. Und zwar in das Ungewisse. Ich wollte das nicht zwischen Tür und Angel machen, nicht zu Hause im Wohnzimmer, nicht in der Küche beim Kochen, nicht beim Zähneputzen im Badezimmer. Ich brauchte dafür den perfekten Moment. Den habe ich jetzt gefunden. Und ihr kennt ja alle Sandy, die ist sehr, sehr Disney verliebt. Das Schloss und Disney, Minnie Maus, Mickey Maus, Belle und wie sie alle heißen, da ist sie ja komplett in ihrem Wahn verfallen. Und da wir jetzt vor kurzem im Disneyland waren, habe ich mir gedacht, das ist der perfekte Moment. Es gibt nichts Besseres, als es da zu tun. Und genau jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich es rausrücken werde. Oder kann. Viele, denke ich mal, vermuten es schon, munkeln es wahrscheinlich schon. Und zwar habe ich vor dem Schloss im Disneyland einen Heiratsantrag gemacht. Und da natürlich die Sandy absolut von nichts wusste und das sollte natürlich auch so bleiben. Und irgendwie musste ich das ja quasi filmen. Sie sollte aber nicht davon Wind bekommen. Und wir wollten ein kleines Fotoshooting vor dem Schloss machen für coole Bilder auf Instagram, die natürlich auch gemacht haben. Aber eine Kamera wurde nicht zum Fotografieren benutzt, sondern zum Filmen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie nervös ich war. Aber bevor ich... Schön. Schönes Gefühl. Und ich weiß schon, wie sich der kleine Daniel gerade fühlt, weil ich das Ganze auch hinter mir habe. Ne? Mit dieser wunderschönen Frau. Und ich... Zeig mal her dein Schmuckstück. Ich hab gedacht, der verarscht mich. Ich hab gedacht, der verarscht mich. Das ist ein ganz schön. Und, erleichtert, Digga? Hä? Ist er erleichtert? Ja, gerade schon auf einmal so ganz weiche Knie bekommen. Mein Schatz hat mir deswegen alles falsch rechts. Ne, an den. Ich habe den falschen Finger geschickt, jetzt habe ich ihn mit. Boah, ich bin echt die Pumpe, ey. Guten Morgen, Donnerstag. Ich muss mir Emily die Jalousie hochmachen. Am Donnerstag und ich bin hier schon zugange, hab
meinen Kaffee aufgesetzt, die Hunde gemacht und jetzt habe ich eben Wäsche angestellt und ja, wird dann gleich mal gemütlich meinen Kaffee trinken. Spazieren. Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn das Geräusch kommt. Ja, wie gesagt, ich habe Wäsche an. Licht an. Meine Nase läuft auf. Und dann mache ich mir jetzt erstmal meinen Kaffee. So, gestern die... Ja, ich war ja, wie gesagt, gestern beim Tätowierer. Hatte nur so kurze Momentaufnahmen ja gefilmt, wie ihr gesehen habt, weil... Ich will das gar nicht mehr groß ankündigen, ob ich jetzt tätowieren gehe oder zu M1 oder so Lippen machen oder Botox machen oder sonst irgendwas, weil ich da keinen Bock mehr drauf habe. Mich dann für irgendwas rechtfertigen zu müssen oder mir blöde Kommentare geben muss. Ja, weil ich habe das immer gern gemacht, immer gern darüber berichtet oder auch M1 oder so, aber ja, es wird halt einfach dann malig gemacht von manchen und deswegen kündige ich das auch nicht an. Ich war auch inzwischen Zeit mal wieder bei M1, was ich auch nicht gesagt habe und habe aber nicht meine Lippen machen lassen. Also mal vorweg so. Aber wie gesagt, also wenn, dann snap ich mal ganz kurz irgendwie, wenn ich da gerade bin oder dahin fahren möchte oder so, aber ich packt das jetzt nicht mehr so explizit in einem separaten Video oder so, weil, ja, mein Körper, meine Sache und fertig. Hier habe ich noch ein Paket liegen und zwar hat meine Schwester für Vicky ein Nicer Dicer geschickt, weil ihr Freund arbeitet dafür oder so, keine Ahnung. Und wir haben ja auch schon einen. Und ich benutze den irgendwie nur zu selten, keine Ahnung. Und Vicky hat mir irgendwie zufällig letztens mal erzählt, sie möchte unbedingt einen Nicer Dicer haben. Und da ist mir sofort eingefallen, ja, hier, ich kann mal meine Schwester fragen, ne? Und sie hat mir irgendwie auch aber gar nicht gesagt, dass sie den jetzt bekommen hat oder so. Und gestern stand das Päckchen hier, ist ja cool. Ja. Ich habe jetzt hier meinen Kaffee gemacht, werde mal noch ein, zwei YouTube-Videos gucken und dann wird hier mal der Putzlappen geschwungen. Also es war jetzt nichts so unordentlich oder sonst was, aber ja, trotzdem wieder geschwungen. So, ich habe jetzt Haushalt soweit fertig, muss nachher nur noch die Küche wischen, aber da ich jetzt eh schon Essen vorbereite, ja, brauche ich jetzt noch nicht wischen. Wäsche ist auch, glaube ich, fertig, die muss ich gleich in den Trockner schmeißen. Aber, wie ich gerade schon sagte, ich wollte jetzt Essen vorbereiten. Und zwar mache ich Bolognese, also vegane. Dazu habe ich schon das Sojagranulat eingeweicht. Das ist das hier. Mit kochendem Wasser übergossen, Gemüsebrühe. So 10 Minuten und dann abgekippt in Sieb. Und noch auf dem Sieb immer mit einem Löffel drauf gedrückt, weil das saugt immer sehr viel Wasser. Ja, und das brate ich gleich an mit Schalotten 3 Stück, 2 Knoblauchzehen, dann Gewürze. Dann habe ich ja mal vor einer Weile von Nonna Elena diese Soßen geschickt bekommen. Und dann nehme ich einmal die Tomate und die Basilikum. Dann gebe ich noch eine Handvoll rote Linsen rein, dass das so, ja, so ein bisschen bindet oder halt so, ja, eine andere Konsistenz ein bisschen wird und dann Gewürze. Ja, und dann lasse ich das so köcheln, glaube 20 Minuten, eine halbe Stunde, dass die Linsen auch gar werden und dann noch mal ein bisschen abschmecken und nachher dann nur noch mal erwärmen und Nudeln dazu. Genau, das ist halt das Essen heute. Und ja, ich zeige euch dann gleich mal, wenn das am Köcheln ist.
Also ich brate eigentlich alles nur noch mit Kokosnussöl an, weil das halt am gesündesten ist. Ja. Und da kommen jetzt die Zwiebeln rein. Jetzt so Viertelstunde, 20 Minuten köcheln, rühre immer mal zwischendurch um und dann wird nochmal abgeschmeckt. Hello, Samstag. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gefilmt habe. Am Donnerstag? Oder habe ich Freitag was gefilmt? Weiß ich gar nicht, komme schon ganz durcheinander mit den Tagen. Ja, heute war Samstag und der Tag ist auch schon wieder fast rum. Vormittags meine übliche Session, Line Center und Solarium mit Vicky. Und da hatte ich auch die Kamera gar nicht mit, weil ich das irgendwie verplant habe oder so. Ja, und dann waren wir jetzt hier noch einkaufen und ja, ansonsten halt nichts, ne, Samstag halt. Ja, ansonsten, ja, war die Woche jetzt nicht so spektakulär, wie ihr dann jetzt gesehen habt. Und ja. Den Pulli, den habe ich neu. Der ist süß, ne? Wollte ich mal kurz zeigen. Und der hat so, ups. Der hat so Puffärmelchen. Also nicht ganz lang und auch so süß und ganz niedlich. Ja, den habe ich mir geholt bei Zara. Ja, ansonsten, wie gesagt, nichts Neues. Ich werde gleich jetzt das Video schneiden. Cappuccino dabei trinken und später essen wir dann irgendwie was. Zum Abendbrot. Ich habe mir, glaube ich, so einen Quinoa-Salat geholt und wenn man so ein belegtes Brötchen habe ich beim Bäcker geholt und ja, so einfach was Schnelles. Genau. Ja, dann würde ich mal sagen, beende ich das Video und dann sehen wir uns dann zur nächsten Woche oder eventuell kommt Mittwoch ein Video, ich weiß noch nicht. Aber ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!